Musiala. 1-0 Bayern. Halbzeit gar nicht gedacht, aber schaut euch das an, wie die uns spielen lassen. Nochmal der King. Wie geil war das denn? Ja, jetzt. Ja. Ja. Koman. 1-0 Bayern. Und wir starten rein in die nächste Folge der Bayern-Karriere. Wir haben jetzt erst noch mal ein Spiel in Wolfsburg. Das ist dann, weiß ich nicht, ob es der 17. Spieltag ist, aber auf jeden Fall das letzte Spiel der Hinrunde. Sie könnten 5 Spieler verlieren. Muss ich aber sagen, dass ich plane in der nächsten Saison nicht mit Neuer und Müller. Ich würde das Team schon gerne ein bisschen verjüngen. Abschlussbericht zu Mitchell van Bergen ist da. Schauen wir doch mal rein. Was ein Mitchell van Bergen? Ja, das ist vielleicht was. Der hat so die Werte. Naja, Abschluss 64, Dribbling okay, 75, Ballkontrolle, Mitte 20 mittlerweile. Ich weiß gar nicht, welche Karriere war das zuletzt, wo ich Mitchell van Bergen hatte? Das ist auch schon ewig hier. Die Frage ist, ob das Bayern-like ist oder überhaupt noch ein Talent ist oder als Talent gilt. Das ist wahrscheinlich beides eher als Nein zu deuten. Ich muss mir den also unbedingt in der HSV-Karriere holen. Wen hätten wir denn sonst noch? Saison Summerville. Den würde ich eher mit 22 noch als Talent gelten lassen. Aber ich glaube, wir haben für die Winterpause schon genug Talente organisiert. Wir spielen jetzt erstmal in Wolfsburg. So sieht das Team aus. 4-3-3 würde ich jetzt sagen. Kampel? Oha. Bei uns ist ein Leon Goretzka schon wieder nicht ganz fit. Was hat er denn überhaupt für eine Kondition? Also Elfmeter hat er 60, aber wo ist denn seine Ausdauer? 83 plus 7? Warum ist denn ausgerechnet Goretzka ständig kaputt? Hat er vielleicht eine bestimmte Anweisung bekommen, von der ich gerade nichts weiß? Nee, erstmal haben wir da jetzt nichts Besonderes bei Goretzka eingestellt. Naja, auf jeden Fall, Goretzka kriegt sein Päuschen. Anstoß für uns mit Harry Kane. So, Abfahrt. Ja, Musiala, der fegt hier gleich mal durch. Wir wollen natürlich das Stuttgart-Spiel so ein bisschen wieder ungeschehen machen. Okay, können wir nicht. Harry Kane, da schaut euch mal die Motivation an heute. Und dann Kimmich. Eckball Sané, ein bisschen zu nah vors Tor. Matthijs de Ligt war anvisiert. Aber kein Problem für den Wolfsburger. Also jetzt 5. Minute läuft. Das ist schon mal direkt wieder was ganz anderes. Matthijs de Ligt auf Fonzie Davies. Ja, hier sind mal ein paar Spielzüge zu erkennen. Musiala vergibt erste gute Chance. Koman. Geht hier weiter mit Fonzie Davies. Harry Kane. Sané. Wow, die Grätsche kam. Und der Neuer. Okay, also der VfL hat 12 Minuten gebraucht, um hier das erste Mal in den 16er zu kommen. Und dann waren sie auch gleich prompt gefährlich. Konnten unsere ersten 2 bis 3 Möglichkeiten ganz gut abwehren. Und jetzt ist der VfL am Start. Jetzt kann es ein Fight werden. Hier nochmal die Wiederholung. Nach dieser Kampel-Chance. Ja, okay, Neuer, aber ja, den muss er haben, ganz klar. Neuer raus, nicht hinfallen lassen, sehr gut. Schade, der kommt da nicht ganz durch. Okay, Maxi Arnold zeigt sich ja als sehr intelligent, aber nicht als präzise. Fonzie Davies. Oh, Harry Kane. Schade, der kommt nicht an. Also wir hatten einen starken Start. Jetzt sind wir gerade dabei, uns so ein bisschen zu erholen. Wäre zu früh, ne? Aber wisst ihr, wie ich meine? Müssen so ein bisschen schauen, weil der VfL auf einmal anfängt, am Spiel teilnehmen zu wollen. Ja. So schnell kann es gehen. So schnell und einfach kann Fußball sein, sagt sich hier auch ein Kevin Kampel.
Was für ein Spiel wäre das gelaufen, wenn wir hier das 1-0 gemacht hätten. Jetzt kämpfen wir schon wieder. Jetzt laufen wir schon wieder hinterher. Also die Bundesliga ist irgendwie komplett verhext. Den ersten konnten wir noch blocken und dann... Der hat aber auch einen Schnitt gehabt. Habt ihr den Ball gesehen? So, Kampel. Maximaler Schnitt. Ja, nicht besonders präzise, aber man sagt sich, reicht für Neuer. Ah, okay, jetzt wird's ein Spiel. Ah, ganz stark, Matthijs de Ligt. Ich glaube, Konrad Leimer mit dem Ballverlust und schon wieder geht's hier in die andere Richtung. 2-0 Wolfsburg. Eieiei. Eieiei. Also das nimmt ja einen Verlauf hier, das ist ja... Was ist los mit dem Team? Champions League, haben wir die Kurve bekommen, vielleicht auch aufgrund des Gegners. Also das sechste Champions League-Spiel, falls ihr euch erinnert, 5-0, dann kam Stuttgart. Und jetzt müssen wir direkt zwei Tore aufholen. Okay. Ah, Kingsley Coman erinnert sich an die Anfangsminuten des Spiels, aber der VfL hat sich da gefangen. So leicht kommt man da jetzt nicht mehr vorbei. Wir spielen recht schnell den Ball ab, sodass wir da kaum Möglichkeiten haben, mal in die Zweikämpfe zu gehen. So, jetzt hier, schaut euch das an, Masraoui macht das, was sein Job ist. So, wo ist Leroy Sané eigentlich? Da haben wir ihn mal, läuft nicht so, ah, lässt sich da blocken, aber wir kriegen den Freistoß. Ja, ein Sané nimmt Maß, kriegen wir den über die Mauer. Oh, aber der Keeper kann den fangen, dann am Ende doch zu harmlos, zu wenig Feuer. Bremen führt gegen Leipzig. Ich wollte schon sagen, und wir liegen 3-0 zurück. Also Leipzig schwächelt auch. Vielleicht lag es an der harten Champions League-Phase. Nächster Eckball. Denn wir hatten ja auch eine richtig schwere Phase in der Champions League. Wir hatten es absolut nicht leicht. Nochmal Eckball, der jetzt kommt. Boah, Alter. Irgendjemand doch Lust hier heute Fußball zu spielen? Außer Arnold oder was? Ich sitze hier. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert. Ich fühle mich komplett machtlos. 5 Minuten noch bis zur Halbzeitpause. Ich glaube, 4. vielleicht sogar schon 5. Eckball. So, jetzt vielleicht mal. Ja. Musiala mit Harry Kane. Und der ein bisschen schneller wäre. Harry Kane. Ja, natürlich muss der. Oh, das ist ja wie. Mann, das ist ja. Okay, weiter, komm. Sané. Oh, auswechseln, Alter. Junge, Junge, Junge. Zweite Halbzeit müsste gleich zu Ende sein. Oh, Kaminski. Und er kriegt den Ball da auch noch. Ja, Fonzi, aber jetzt wird bestimmt gepfiffen. Dankeschön. Nee, nicht danke. Ich wollte kontern, Mann. Eieiei, also 10 Minuten hätten wir 2 Tore schießen können am Anfang. Eben, Riesenchance. Und auf einmal liegst du trotzdem 2-0 zurück. Ich meine, das kam ja nicht irgendwo her. Ihr habt es gesehen, woran es lag. Wir haben einfach eine halbe Stunde nicht mitgespielt hier. Okay, das lief doch schon mal richtig, richtig gut. Von der Taktik her werden wir jetzt genauso weiterspielen. Wir dürfen die Bayern nur einfach nicht ins Spiel kommen lassen. Denn dann gewinnen. Und dann gewinnen wir das Ding. Wir starten jetzt hochmotiviert. Hoffe ich doch, dass die Halbzeitansprache etwas bewirkt hat. Auch bei Leroy Sané. Das ist ja hier schon wieder. Das ist ein richtiges Leroy-Spiel. Macht nix, will nix. Und kann auch nix. Aber wir wissen ja, dass er kann. Er braucht halt nur im Kopf mal den richtigen Schalter, den er umlegt. Das scheint so sein größtes Problem zu sein. Musiala, jetzt mal. Leroy Sané. Ja, vielleicht liegt es auch. Vielleicht hat er keine Lust, bei dem Schnee zu spielen, bei der Kälte. Harry Kane. Ah, ja, ja, ja. So, der ist jetzt mit Einsatz dabei. Musiala. Ja, Leroy, da hat die Ansprache doch gewirkt. Und dann machte ihn wie ein Weltklasse-Mann. So eine kleine Faust in die Facecam, aber nur eine kleine.
Weil das Tor klasse war, weil der Einsatz endlich mal gestimmt hat. So muss das sein. Druck machen. Und dann mit Bestimmtheit. Mit welcher Bestimmtheit und Zielgenauigkeit das Ding da einfach im Tor landet. Jetzt drehen wir das Spiel. Ja, ah, schade. Da hätten wir ihn schon fast wieder gut bekommen. Wir dürfen jetzt natürlich. Alter, ich dachte, ich kriege den geblockt da. Ich weiß auch nicht, warum der überhaupt aufs Tor kam gerade. Also das sah so. Zieh ja nochmal. Mit Kim. Oh, unterm Fuß durch. Naja, zum Glück hatten wir da dann auch nochmal einen Manuel Neuer. Die VfL-Fans erwachen jetzt. Hohohoho. So, Neuer in Sturm oder was? Harry Kane. Ja, Musiala. Jetzt die Frage mit rechts. Ja. 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 Oh. Junge, Junge. Also, wenn man in der Halbzeit laut wird, ne, das wirkt oft wahre Wunder. Guckt euch diesen Matsch an. Aber dann Musiala. Genauso wie Sané eben. Mit Weltklasse, mit Ruhe und Gelassenheit und trotzdem bestimmend. So muss das. Und so machen wir jetzt auch das dritte Tor. Okay, jetzt versuchen sie es mit Distanzschüssen. Aber wir haben Neuer. So, Jungs. Sané. Ja, das Spiel ist noch nicht durch hier, ganz klar. Aber wir haben jetzt. Ah, schade, Musiala, weiter, 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 immer weiter. Wir haben jetzt gerade die besseren Karten. Sané. Ah, weiter, immer weiter. Jawohl, schaut euch Sané an jetzt mal. Auch wenn es gelb gibt. Wir haben noch 23 Minuten Zeit und es spielt gerade nur noch der FC Bayern. Harry Kane mit Musiala auf Sané. Damit hat der Wolfsburger Abwehrspieler gerechnet. Aber wir kriegen hier Einwurf. Oh, Sané verletzt oder was? Na, da hält er sich die Schulter. Nee, komm, mit Schulter kannst du spielen. Flanke Sané, die kommt gar nicht so schlecht. Aber auch nicht perfekt. Verletzung vielleicht doch wechseln. Sané ist ja schon wehleidig, ne? Wenn der mal was hat. So, jetzt müssen wir erstmal, jawohl. Ja, wir wechseln Sané aus. Okay, Serge kommt. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Wechsel machen würde. Die Frage ist immer, wer könnte jetzt noch Musialas drin im Spiel? Vielleicht ist Tell jetzt tatsächlich der Richtige. Und da ist er dann auch schon der Wechsel, Doppelwechsel. Sané und Kane gehen. oder Sane und Kane, man weiß es nicht genau. So, Achtung Leute. Heute ist nicht Stuttgart. Masraoui. Tell. Auf Musiala. Ich sag ja, der ist eigentlich drin im Spiel. Noch eine Viertelstunde Zeit für das dritte Tor. 80. Eckball. VfL. Tell ist da. Ah, jetzt kontern, ne? Ja, okay. Gib erst nochmal den nächsten Eckball. Diesmal kurz ausgeführt. Ah. Ja, das war jetzt nicht so schwierig, obwohl viele Abschlüsse, die direkt aufs Tor kommen. Das ist hier Schnabri. Mit Masraoui. Ja, der passt. Musiala. Oh, und Tell. 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 Er könnte zum Helden des Spiels werden. Aber er vergibt diese Großchance und Arnold geht. Wechsel beim VfL Wolfsburg. 2 Minuten sind es noch. Ja, der VfL hat sich so ein bisschen erholt. Fuß davor. Oh, was war das? In der 90. Der VfL mit der Big Chance. Also jede Mannschaft hatte hier eine Halbzeit. Noch ist nichts vorbei. Ach, Serge Gnabry spielt mit. Ja, weiß man immer gar nicht so richtig, wenn er spielt. Oh Gott, Masraoui, letzte Minute läuft. Ah, was macht er? Okay, er macht doch kurz. Ah, den wollte ich eigentlich unbedingt abfangen. Okay, der VfL macht das jetzt richtig gut. Oh, oh. Okay, das. Und das war's.
Unentschieden in Wolfsburg. Nach Niederlage zu Hause gegen den VfB jetzt nur ein Unentschieden. Ihr habt die Halbzeiten gesehen. Unterschiedlicher hätten sie nicht sein können, ne? Und am Ende kein Sieger in diesem Spiel der Schneeschlachten. Gibt's das heute in echt noch? Also eine Zeit lang hat man sich das hier in FIFA gewünscht, ne? Schneespiele. Und heutzutage, die Rasenheizungen sind so gut in den Stadien. Gibt's das überhaupt noch? Keine Ahnung. Aber EA hängt da eh immer Jahre hinterher, weil das sieht man ja. Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Und wieder haben wir Post von Goretzka. Jetzt muss auch der öfter spielen. Also wir kriegen vielleicht die Probleme. Ja, Tabelle, wir sind nur noch auf Platz 4. Allerdings Punkte gleich mit Leipzig, Dortmund, okay, Gladbach. Oh, der VfL ist jetzt Fünfter, also Gladbach 2 Punkte jetzt vorne. Oh, die haben sogar noch ein Spiel weniger. Eieiei, das könnte noch ein bisschen brenzlig werden, aber sorgt natürlich weiterhin so für Spannung. Wir gehen jetzt erstmal ins Büro auf den Kalender. Wir haben jetzt erstmal 2, 3, 4 Wochen nichts. Da lassen wir uns überraschen, was passiert. Wir kriegen 2 Neuzugänge und dann kommt da jetzt auch... Ja, da ist der erste Neuzugang. Herzlich willkommen beim FC Bayern. Ich kann noch nicht genau sehen. Ist das jetzt Bischof? Oder ist das der Van Bommel? Ich weiß noch nicht. Unsere Neuzugänge sind da. Das ist richtig nice. Monatsbericht Jugendmannschaft. Wir suchen ja noch nach einem Torwart. Milo Werner. Ah, das Talent ist nicht ganz so Bayern-like. Ja, hier, den Benjamin Friedrich. Den können wir aufgrund des Potenzials schon mal wieder freigeben. Dann müssen wir mal schauen, wenn denn da so kommt aktuell. Otto Keller, Gesamtstärke und eigentlich ist er mir auch ein Stückchen zu klein. Aber wir scouten ja Torhüter. Dann ist Ruben von Bommel da, dann ist Tom Bischoff da. Buchmann wurde ausgeliehen. Ziele sind gefährdet. Verpflichte innerhalb 2 Saisons 4 Jugendspieler für die Profimannschaft und setze sie in 20 Partien ein. Okay, also wir haben doch jetzt gerade 2 verpflichtet, oder nicht? Oder was ist jetzt euer Problem, meine lieben Freunde? Verpflichte einen Spieler, deren Nationalität dem Verein entspricht. Haben wir erledigt. Steht 1 von 1 beendet. Wird aber nicht richtig abgehakt. Danke, EA. Und Thomas Müller hat optimale Bissigkeit erreicht. Wir kümmern uns um die 2 Neuzugänge, beziehungsweise wir gehen jetzt mal alle durch. Tell plus 2 muss natürlich mehr spielen und wir haben, schaut euch das mal an, wir haben hier schon Spezialbewegung, schwacher Fuß, Arbeitsrate. Das heißt, ich gehe jetzt auf mobiler Stürmer, noch mehr Tempo und noch mehr Schießen. Dann haben wir hier Ruben von Bommel, zeigt großes Potenzial. Wo gehen wir erstmal hin? Ich würde sagen, Arbeitsrate defensiv, da ist ein Antritt bei ein bisschen passen, fangen wir erstmal gemütlich an. Dann haben wir Paul Wanner, plus 1 aufregender Mann für die Zukunft. Klar, muss ich öfter einsetzen. Wir trainieren immer noch offensiver Mittelfeldspieler, nämlich die Arbeitsrate hätte ich gerne höher und Tempo ist hier auch mit dabei. Dann haben wir da den Bischof, aufregender Mann für die Zukunft. Jawohl, also ja, im Prinzip Konkurrenz für Wanner. Da werden wir mal schauen, wie es hier mit dem Jungmann weitergeht. Auch hier gehen wir erstmal offensiver Mittelfeldspieler trainieren. Dann haben wir Musiala plus 2. Also, ja, der kann Flügel, der ist ja auch schnell. Der hat ja LMRM, also der kann schon auch. Das werden wir auch mal probieren in der Rückrunde, dass wir da nochmal ein bisschen Druck machen. Wir trainieren auf jeden Fall jetzt mal offensiver Mittelfeldspieler. Ja, Tempo, Tempo, Tempo. Vielleicht wird da doch noch ein Außenbahnflitzer. Ja, Goretzka würde ich jetzt sagen, ist eigentlich durchtrainiert, austrainiert. Ja, ich hätte gerne nochmal die Spezialbewegung. Zentrales Mittelfeld, vielleicht ist ja was möglich. Und in der Abwehr fehlt es uns natürlich an Spielern, die man mal einsetzen kann. Tatsächlich, Nübel ist eigentlich noch bei uns, aber ja, spielt beim VfB. Die Jugendakademie, da waren wir ja gerade schon drin. Wie sieht es denn jetzt überhaupt beim Jugendstab aus? Deutschland wird eingerichtet für 3 Monate und Niki de Vries ist verfügbar. Oh, guck mal, wir können hier nochmal einen 10-Sterne-Scout einstellen. So, wir bauen ein Scouting-Netzwerk auf. Wir suchen einen Flügelspieler, definitiv. Und zwar am liebsten, ja, RF, wenn es geht. Ja, wir suchen in Holland den neuen Arjen Robben für die Bayern. Am besten noch Linksfuß, das wäre dann richtig perfekt. Ja, und dann wollen wir natürlich die jungen Wilden, wenn es denn geht, nach Spielstand natürlich auch entsprechend einsetzen. Und ich würde, ja, wen lassen wir zu Hause? Ich lasse jetzt Thomas Müller auf jeden Fall mal zu Hause, denn wir haben, na, guck mal,
Ja, Wanner und Bischof, das sind schon... Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn ich den Musiala jetzt mal auf den Flügel packe? Mag er nicht ganz so gerne, okay. Obwohl das ja seine Nebenpositionen sind, LM und ZM. Also theoretisch... Oh, das mag er aber eigentlich auch nicht. Ah, da müssen wir mal schauen. Oh, wir haben ja einen vergessen hier, sehe ich gerade. Wir haben ja noch Van Bommel. So, wen lassen wir denn jetzt noch zu Hause? Gnabry, Guerrero. Ah, das ist schon kriminell, wenn ich jetzt... Ach komm, scheiß drauf. Ich nehme Van Bommel mit. Wir müssen einfach, ne? Es muss einfach. Fertig, Ende, aus. Transferangebot Gnabry. Transferangebot Masraoui. Barcelona, nee. Und Ziyech Gnabry. Ah, für Diogo, nee. Ah, zu Man United. Ah, die könnten wir in der Champions League, glaube ich, nochmal treffen. Nee. Obwohl, es ist natürlich schon definitiv verlockend, ne? Also, wer ist der nicht wert? Wir versuchen es mal. Okay, also ihr seht, Transfermarktwert ist bei Gnabry auch nicht so besonders. Es ist ja nicht so, als hätten wir kein Geld. Also wir könnten ja, wir finden halt nur nicht den richtigen. Was haben wir denn noch so für Scout-Berichte? Ja, Torwart. Oh, Maarten Vandevort. Den hatte ich schon mal gescoutet. Da habt ihr auch geschrieben, das weiß ich noch. Weiß aber nicht mehr, ob es FIFA 23 oder FIFA 22 noch auf meinem alten Kanal war. Also mein alter FIFA-Hauptkanal. Ja, wo wir gerade dabei sind, unbedingt meine anderen Kanäle abchecken. Okay, den Maarten. Ich hoffe, Vandevort spricht man richtig aus, so wie ich das gerade mache. Ansonsten dürft ihr mich wieder gerne berichtigen. Ja, wir müssen nochmal gucken. Vielleicht brauchen wir da auch nochmal einen neuen Auftrag, dass wir definitiv sagen, wir suchen einen RF. Alter ist dann auch nicht ganz so wichtig. Gesamtkondition sollte dann schon Weltklasse sein, ne? Also, dann brauchen wir hier. Was brauchen wir? Definitiv lassen wir erstmal alle. Mal gucken, ob uns da schon was vorgeschlagen wird in den Ländern, wo wir aktuell Scouts haben. Anthony. Nee. Bukayo Saka. Oha, vom FC Arsenal. Wir werden den mal auf die Wunschliste setzen. Aber wir haben ja schon so einen riesen Transfer gemacht mit Harry Kane. Also deswegen wäre es Bayern untypisch, da nochmal nachzulegen, was so die 100-Millionen-Marke angeht. Wir haben uns im Angriff und im Mittelfeld durch die Transfers erstmal verbessert. Transferangebot Koman. Ja, theoretisch, aber nicht von Dortmund. Transferangebot Kretzig. Ja, ich glaube, da war ich dran interessiert. Das werde ich annehmen. Transferangebot nochmal Kretzig. Dann werden wir das zweite Angebot auch annehmen. Streitet euch und nochmal wieder für Kingsley Coman. Also ja, über nächste Saison können wir uns gerne unterhalten, aber jetzt in der ersten Saison eher noch nicht. Übereinkunft zu Gnabry, 52 Millionen. Also jetzt, ja, 10 Millionen über Marktwert. Ja, und dann stehe ich unter Zugzwang, tatsächlich auch nochmal einen hochkarätigen Spieler so um die 80 plus Gesamtstärke dann zu holen. Ich werde es machen. Ich kann mit Gnabry einfach nichts mehr anfangen. Vielleicht hat unser Scouting dann ja auch schon was ergeben. Schau mal, ein neuer ist dabei. Irving Lozano. 28, 81er. Wäre definitiv vielleicht ein ordentlicher Backup. Ja, und ansonsten bei Weltklasse, vielleicht finden wir da ja noch einen Flügelflitzer. Dann haben wir hier den Johnson von Tottenham Hotspurs, Waliser. Oh, guck mal. Jankuba Minté. Nee, nicht schnell genug. Mika Götze, den mag ich. Allerdings wäre der, ja, wir beobachten den mal. Dann haben wir den Kudus, den hatte ich auch. War der nicht mal ZOM eigentlich ursprünglich bei Ajax? Irgendwas war da. FIFA 22 oder 21, da hatte ich den, glaube ich, auch. Carlos Forbes von Ajax. Ajax hat immer gute Talente. Noah Lang, den hatten wir auch mal in der Ajax-Karriere, weiß ich noch, wo ich nur Holländer verpflichtet hatte. Ich würde sagen, das sind, ja, Jadon Sancho. Ah, das verrate ich euch jetzt nicht. Obwohl, eigentlich müsstet ihr das schon gesehen haben, den habe ich in der Man United-Karriere gespielt, war nicht so der Hammer. So, dann schauen wir mal auf die Transferzentrale. Wir räumen gleichzeitig die Transferzentrale ein bisschen auf. Collins, ne. Zirkzee, ne. Ödegaard, ne. Anderson, ne. Fati weiß er noch nicht. Fofana, Ah, ne, der ist Franzose, damit haben wir schlechte Erfahrung. Dann haben wir noch Damsgaard. Mitchell van Bergen, neuer Torwart, Vandevort und dann die Neuen, beziehungsweise Lozano. Okay, wir warten jetzt nochmal ab. Johnson und... Ah, Johnson bin ich eigentlich sehr
gespannt. Ansonsten Mika Gotz von Ajax, Belgier. Tempo ist nicht ganz so nice, aber noch recht jung. Jung heißt immer formbar. Carlos Forbes, oh, der könnte richtig schnell sein. Natürlich Top-Talent wieder Ajax und Noah Lang. Kommt drauf an, wie schnell er ist. Wenn er die 86 schafft, wäre er definitiv interessant. Sand spielt aktuell bei PSV. Und wer verlässt uns denn da? Naki, dein Master voll am Start. Warum ist das nicht bei ihr? Dass da mal keine Trainingsjacke am Start ist. Immer nur bei mir. Verstehe ich nicht. Ah, Kretzig ist es. Der wechselt für 860.000. Wir haben Post, Kretzig verkauft und Stillstand. Achso, beim zweiten Kretzig-Angebot. Und Serge Gnabry verlässt jetzt den FC Bayern. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ich muss es sagen, ich bin absolut unzufrieden. Und die Leute, die in echt auch noch Fußball gucken, schreiben mir Ähnliches in die Kommentare. Verkauft Gnabry, der reißt absolut nichts mehr. Wir haben wieder Post, also es geht hier richtig rund. Scout-Bericht verfügbar aus Deutschland. Die Torhüter, jawohl, Leon Simon, nee. Hauke Werner, wieder ein Werner. Damian Simon, auch nicht. Also wir brauchen ein Top-Talent. Also hier gibt es jetzt nicht irgendwie so, ah, könnte was sein. Entweder er ist es oder er ist es dann auch nicht. Und hier ist es alles, er ist es definitiv nicht. Transferangebot Pavlovic. Hatte ich den, wir werden das aber annehmen, ich habe mit dem nichts vor hier. Belgien wurde abgegrast, okay, dann schicken wir unseren Scout nochmal nach, da ist schon einer, dann nach, obwohl, Österreich. Nationaltrainer auf Fährte Belgien, ja, weil ich oft in Belgien scout oder was? Nee, nein. Und dann ist auch schon Spieltag, aber vorher verlässt uns ein weiterer Spieler. Ja, Kader ist groß genug und deswegen können wir den einen oder anderen, der sowieso nicht spielt bei uns, definitiv auch abgeben. Was hat er eigentlich für eine Doktorentasche als Trainingstasche? Auch geil, der Doktor. Und nochmal Post, Pavlovic verkauft. So, aber jetzt möchte ich endlich spielen. Spieltag. Das Team von Hoffenheim. Oha, also da muss man schon mal sagen. 5-3-2 würde ich sagen. Bebu schnell, Weghorst würde ich eher als treffsicher bezeichnen. Kramaric, Grilic, Becker, starkes Mittelfeld. Und wir kommen ziemlich unmotiviert. Eieiei, woran liegt das denn jetzt? Also die Bissigkeit, hä, was ist denn da passiert? Hätte ich das Training umstellen müssen oder? Warum liegt denn der Fokus auf Energie? Das kann doch, wann habe ich, nee. Ach du große Kacke, für alle Spieler erstmal, warum? Oh nee, ist das automatisch, weil Winterpause? Das ist ja, ach du Kacke. Okay, sagen wir mal so, der Start wird mega holprig werden, aber okay, ab ins Stadion. Anstoß für die Bayern. Für Hoffenheim. So. Also die Bissigkeit ist gerade für den Arsch, das habt ihr gesehen. Und wir müssen trotzdem hier das Maximale aus diesem Spiel rausholen. Und eigentlich haben wir auch zwei Spiele, die wir nochmal wieder ausbaden müssen. Mit Stuttgart. Und Wolfsburg. Ja, Masraoui. Da auf sich zu entschuldigen. Gustav, okay. Also, ja, die Bundesliga hat erkannt, wie man die Bayern schlägt. Jetzt haben wir auch die Winterpause ein bisschen verkackeiert. Na gut, okay. Wir machen weiter, immer weiter. Fonzie Davies. Den hat er gut. Okay, Masraoui. Ah, ganz stark Kim. Der Rechtsverteidiger, wollte ich gerade auch noch sagen, ist auch noch so eine Baustelle, ne? Beim FC Bayern. Nach dem Weggang von Pavard, der das ja eigentlich für FIFA-Verhältnisse immer gut gemacht hat. So, Sané. Masraoui galt auch mal als Wunderspieler. Mittlerweile sehen die Bayern-Fans das fast alle anders. So, Goretzka! Ja, Kameramann vor lauter Schreck. Hier die Wiederholung. Powerschuss.
Okay, Goretzka ist wieder da. Er ist wieder da, wo wir ihn haben wollten, wo wir ihn hinhaben wollten. So schön und einfach kann doch Fußball sein. Zwei Tore jetzt in 12 Partien. Leon Goretzka. Oh, Goretzka macht weiter, wo er aufgehört hat. Harry Kane aus Sané. Vielleicht muss Goretzka über die Flügel spielen. Einer hat auch kommentiert, lass ihn ZOM. Aber ZOM, da haben wir so viele Alternativen. So, ich will hier 3-0 zur Halbzeit führen und dann will ich in der zweiten Halbzeit Jugend forscht. Ah, ja, Kim. Und Neuer. Ah, Goretzka da hinten wieder. Ah, Sané. Und was Raui, das war schon der zweite große Schnitzer. Wow, das hätte auch schief gehen können. Also wir müssen hier die Hoffenheimer definitiv weiterhin komplett ernst nehmen. Wenn du nicht weißt, wohin mit der Kugel, zu Goretzka. Oh, Musiala, von wegen keine Bissigkeit hier. Aber jetzt fehlt der Spieler, der da mitmacht. Musiala auf Harry Kane. Ja, hier direkt die Wiederholung. Ich glaube, wenn man X drückt, kommt kein Jubel. Ja, vielleicht muss ich mal wieder Kreis oder alles andere drücken. Harry Kane. Ja. Also mit viel Energie und ohne Bissigkeit. Vielleicht war das ja genau richtig. Und wieder Masraoui, Sané. Ja, Harry Kane winkt. Ja, ein Van Bommel wartet draußen, lieber Leroy. Der Ruben. Wie gesagt, mach nur weiter so. Und dann haben wir ganz schnell auch nochmal ein Backup für Serge. Beziehungsweise ist es ja ein Backup für dich, lieber sehr Schnappi. Ja, Leroy. Ja, Ecke, Harry Kane verteidigt hinten mit. Der weiß, wie wichtig und wertvoll so eine 2-0-Führung ist. Ja, da kann man sich auch mal im Zweikampf mit Davies anlegen. Sané. Oh, ein bisschen. Ne, bleibt im Spiel. Fonzi. Natürlich mit King. Ah, der King. Komm schon. Also zweite Halbzeit werde ich auf dem Flügel mal was anderes probieren. Jetzt aber erstmal den nächsten Angriff der Hoffenheimer verteidigen. Vielleicht jetzt mit Harry Kane. Angriff beginnt beim Stürmer. Nee, Verteidigung. Verteidigen beginnt im Sturm. So war das immer. Oh, juhu. Ja, so kleine Sturm- und Drangphase. Neuer greift zu. Sané wäre frei. So, Abfahrt. Harry Kane. Auch hier wieder 4-5 Spieler um ihn rum. Schade. Nachspielzeit ist jetzt abgelaufen. Darf man dann auch gerne mal, oh, gerne mal pfeifen rechtzeitig. Ne? Oh, es gibt also, komm. 99. Minute oder was? Gibt es hier noch einen Freistoß? Ne, Quatsch. 49. meine ich. Wir sind ja noch in der ersten Halbzeit. So, und weg. Ja, Mann, Halbzeit. Eine Minute wird nachgezeigt, angezeigt. 5 lässt das spielen oder was? So, jetzt gehen wir endlich mal wieder verdient mit einer 2-0-Führung in die Halbzeitpause. Mann, Mann, Mann. Okay, Jungs, setzt euch mal hin, kommt runter. Auf jeden Fall war das eine richtig starke erste Halbzeit. Lasst uns jetzt mal versuchen, die Null hinten zu halten. Okay, Musiala, es muss kein Tor mehr fallen. Manu, zu Null, okay, alles klar. Und wir starten erst einmal ohne Wechsel in die zweite Hälfte. Ja, wir geben erstmal dem Material, was wir haben, die Chance. King ganz alleine. Stört ihn aber nicht. Er macht einfach weiter. Das ist Musiala und das ist Kimmich. Eckball Sané. Ah, Harry Kane. Ihr seht es. Er wurde ein bisschen geblockt. Baumann hat ihn. 3 Minuten gespielt. Wir machen Druck. Masraoui. So stelle ich mir ein Heimspiel vor. Absolut überlegen. Der King mal mit einer seltenen Flanke. Sollte er nicht so machen. Kommt schon, wir brauchen jetzt das dritte Tor. Wir wollen hier Jugend forscht machen. Den Neuzugängen Einstand geben. Goretzka, was war das denn? Der war verdeckt, der Spieler. Deswegen hat er den nicht sofort erkannt. Nach dieser ersten Halbzeit erwarte ich aber ein bisschen mehr.
Ja, Kim hat ihn erst. Boah, Aluminium. Eieiei, fast unverhofft kommt die TSG hier zu einer Superchance, beziehungsweise es war ja eine Superchance. Prömmel kommt für John. Oder John, Kim. Ah, Goretzka, was ist denn hier los? Auf einmal haben sie ihn im Griff, oder was? Kané. Wieder mit... Ah, Goretzka. Nicht ausruhen auf den Lorbeeren der ersten Halbzeit. Weitermachen. Oh, Bebu ist schnell. Muss man. Ja, Alter, da fliegt einer über den anderen. In der 63. Minute hier, oder was? Nochmal Wechsel. Nächster Wechsel bei der TSG. Ich traue mich mal was zu. Musiala über links. Und dann bringen wir einfach mal zum Testen den Bischof. Ja, und ach komm. Sané ist heute nichts. Es kommt von Bommel. Beziehungsweise eigentlich, ja, ist glaube ich völlig egal, wer jetzt über rechts oder über links spielt. Für Musiala ist links besser. Ah, wir werden es mit von Bommel über links. Musiala macht dann mal den rechten Flügel. Und da ist auch schon der Doppelwechsel. Sane und Koban. Raus, Bischof und von Bommel. Ruben. Vielleicht der neue holländische Superstar beim BVB. FCB. Oh, Ponzi, Dame von Bommel. Ja, der erste Pass hat schon mal funktioniert. Ponzi Davies, Rückraum, Harry Kane. Ah, hier nochmal. Also das wäre gewesen, normalerweise, also die einfachen Machter. Ne, die schweren Machter, die einfachen. Ja, da braucht er einen zweiten und dritten Anlauf für. Ja, stark dazwischen. Tom Bischoff. Oh, kriegt ihn erstmal. Musiala. Oh, Harry Kane an den Pfosten. Ja, okay. Ich sag ja. Die schweren Machter. Aber der war auch schwer, aber egal. Ah, Fonsi, klar, das war faul. 17 Minuten vor Schluss. Gibt's hier die Yellow Card. Ah, nee, muss mehr. Nee, gelb ist gut. Masraoui. Auch ein Projekt der Rechtsverteidiger für die zweite Saison bei den Bayern. Musiala, ja, macht da weiter, wo er als ZOM aufgehört hat. Bälle verteilen kann er. Van Bommel. Pässe spielen kann er. Harry Kane. Und das ist Bischoff. Oh, Matthijs de Ligt. Ah, erster Fehlpass Bischoff, schade. 10 Minuten sind es noch. Noch kein Tor in der zweiten Halbzeit. Eins würde ich natürlich gerne noch erzielen. Aber wenn keine mehr fallen, haben wir... Boah, Spiel gewonnen. Würde ich mal behaupten. Und wieder Van Bommel. Ja, noch nicht so ganz trickreich. Davies macht mit. Sehr schön. Ah, okay. Da war der Gedanke schöner. Van Bommel, jawohl. Oh, mit Davies. Oh. Ja, ja, oh, schade. Ja, 3 Minuten sind es noch. Also Marc ist auf jeden Fall stolz heute auf seinen Sohn. Oh, Bischof wird da von dem Beinchen geholt. Ponzi Davies mischt sich vorne ein. Im Barca klappt das besser. 90. Minute läuft. Oh, jetzt nochmal. Bebu, der ist schnell, Kim ist schnell genug, um hinten dran zu sein, würde ich sagen. So, kriegen wir nochmal einen Konter hin. Nee, das war's und das war's. 2-0, erste Halbzeit war es ein bisschen Glanz, ein bisschen Gloria. In der zweiten war es ein bisschen Verwaltung und ein bisschen Arbeit. Arbeitssieg will ich jetzt nicht sagen. Ja, die Jungen hatten jetzt nicht genug Zeit und genug Spielanteile, um zu überzeugen. Aber auch nicht, um negativ aufzufallen. Also im Prinzip, Harry Kane trifft, alles gut. Von daher, guter Auftakt in die Rückrunde. So kann es weitergehen. FC Bayern bleibt gegen Hoffenheim ohne Gegentor. Tabellenzweiter, punktgleich. Und Gladbach hat auch jetzt 17 Spiele. Punktgleich mit Dortmund und Gladbach. Also, es wird doch was. Wir haben Post. Wer möchte sich beschweren? Upa muss auch mehr spielen. Eieiei. Also, es ist wieder deutlich schwieriger, als in FIFA 23 alle Spieler bei Laune zu halten. Was gibt es Neues vom Scouting? Da aktuell noch nichts. Transferzentrale kriegen wir ja Bescheid, sobald da was geht. Also... vielleicht in der nächsten Folge, dass wir da nochmal einen Transfer machen. Ruben halte ich jetzt nicht